Offene Münder, ungläubige Blicke und ganz einfach blankes Entsetzen. Was war das denn? Partnerwechsel jetzt? Nach 5 langen Wochen? Das kann doch nicht sein, oder? Doch, kann es. In Show 6 wird durchgetauscht. Die gesamte Let's Dance-Familie befindet sich in Schockstarre. Anna Ermakova, Knossi, Philipp Boy und Co. wollen ihre vertrauten Lehrer behalten und auch die Let's Dance-Profitänzer geben ihre Schützlinge nur ungern in fremde Hände. Unverständnis, Angst und Tränen, wohin man blickt. Wir zeigen das ganze wilde Flügelschlagen im Video und verraten unter anderem auch, mit welcher cleveren Taktik Julia Beautics sich der Sache stellen will. Jens Knossi Knossala, meine Tanzpartnerin weint. Das ist alles crazy. Am härtesten trifft diese Überraschung, neben Sharon Battiste, die deshalb auch schon bittere Tränen vergossen hat, offenbar Jens Knossi Knossala und Profitänzerin Isabel Edwardson. Meine Tanzpartnerin weint. Das ist alles crazy. Versucht Knossi irgendwie seine Gedanken auf die Reihe zu kriegen. Nur Isabel weiß ja, wie ich ticke. Erklärt er verzweifelt. Mit einer neuen Partnerin sei wieder alles ganz fremd, wie an Tag 1. Zollt Sandor checke. Alle Profitänzer und Profitänzerinnen sind super. Egal, mit wem du tanzt. In der 6. Live-Show wird nun also alles anders. Die eingespielten Trainingsmethoden, die gewachsene Verbundenheit, die entstandene Vertrautheit der Tanzpaare miteinander, all das wird für eine Woche über Bord geworfen. Und das bedeutet nichts anderes, als sich wieder komplett neu einzulassen auf einen unbekannten Partner. Das ist wirklich hart, findet Ex-Kunstturner Philipp Boy. Und der ist aus seiner sportlichen Karriere schließlich so einiges gewöhnt. Auch Schauspielerin Julia Beautics schlottern bei dem Gedanken gewaltig die Knie. Aber Zollt Sandor Cecke weiß seine Schülerin zu beruhigen. Alle Profitänzer und Profitänzerinnen sind super. Egal, mit wem du tanzt, versucht er ihr die Angst zu nehmen. Recht hat er.